Zweite dann 300.000. Ablagerung, stark, wenig, keine. Unglaublich, aber wahr, Eidosch. Hosch Geldenis bei Kfz 40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um mein BMW E46 Kompakt. Da werden wir heute einen Ölwechsel machen, weil wir das ganze Atonium nochmal reinklatschen müssen. Wir wollen ja den Test noch machen, ne? Ob das was bringt oder nicht. Das werden wir einfüllen heute. Welches Öl benutzen wir hier? Eidosch. Wir benutzen natürlich Manolöl. Was für ein Öl wir benutzen, zeige ich euch gleich auf jeden Fall. Da wird der eine oder andere ein bisschen irritiert sein. Aber dieses Öl brauchen wir, weil wir ja noch was vorhaben. Der hat knapp 300.000 gelaufen. Ich werde das Öl einmal auffangen. Mal gucken, ob der Ablagerung hat oder nicht. Aber das ist ein BMW, der 300.000 gelaufen ist. M54 Motor. Die sind stabil. So, wir lassen ihn gerade warm laufen. Wir werden natürlich Manöl rein. Manolöl rein. Ich muss gerade. Manöl. Fang gleich an. Alter, kannst du das Auto gleich mal reinfahren? Ja, wir werden jetzt euch jetzt nicht zeigen, wie man Ölwechsel macht. Was heißt knapp 1000 Kilometer gefahren? Wir haben 1000 Kilometer gefahren. Ja, der ist tatsächlich ein bisschen runtergekommen, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der war irgendwo hier. Ja, ein bisschen Öl hat der anscheinend doch verbraucht. Das ist 36er. Habe ich eine kleine Knarre, ne? Ich weiß nicht, wo meine kleine andere 36er ist. Der Ölfilter. So, da haben wir unser Sieb wieder hier. Und dann. Jetzt wollen wir mal schauen. Was meint ihr denn? 300.000? Ablagerung? Stark? Wenig? Keine? Soviel ich weiß, wurde dieser Motor noch nie revidiert. Ah, der hat bestimmt mal Ölwechsel gemacht, oder? Ja, ja, klar, Ölwechsel und so hat er natürlich der liebe Salvo immer wieder gemacht. Schöne Grüße hier an Salvo. Aber ja, selber ein Mechaniker, also der hat es natürlich auch dementsprechend gemacht, ist klar. Ich bin gespannt. Das ist schön, wenn du die Kamera hältst und trotzdem reinschaust, so weißt du? Ich weiß. Ich ja, das ist interessanter gucken. Gerade. Ich musste gucken, wie viel Liter steht da drauf? 10 Liter. Ja, das reicht, ne? Wir lassen den hier mal schön austropfen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Tatsächlich. Unglaublich, aber wahr, Eidosch. Wir haben keine Ablagerung. Nichts? Nein. Gar nichts. Gar nichts. Könnt ihr euch noch daran erinnern mit dem Audi, was für Ablagerungen wir da hatten? Obwohl das Öl frisch gewechselt wurde, Eidosch. Ja. Ne? Wo wir den Turboschaden ich hatten. Ich weiß noch. Haben wir das nicht aufgefangen. Stimmt. Und hier haben wir keine Ablagerung bei 300.000 M54 B25. Motor wurde noch nie revidiert. Nicht mal Kette wurde gemacht, kein Kopfdichtung wurde gemacht, nichts. Und achtet mal, null Ablagerung. Sauber, oder? Sehr sauber. Das ist schön. Hier. Da sind die ganzen. Das sind ja diese Mineralien. Ja. Leider ist der Gero nicht da heute. Oder? Das wäre eine perfekte Aufgabe für ihn. Gut. Wir lassen ihn jetzt austropfen. Ich schüttel so lange, bis ich komme, bis ich fertig bin. Und wir sehen uns gleich wieder.
Sehr interessant. Nichts, gar nichts. Kein bisschen Ablagerung. Das ist schon... Spricht eigentlich für sich, ne? Für den Motor. Ne? Ja. Ach, gar nichts. Sehr interessant, wie so ein Ölfilter von innen aussieht. Weißt du, was ich bei BMW immer geil finde? Was denn? Dass die bei jedem Ölfilter Ablassschraube, eine Dichtung, immer dabei bei BMW. Das liebe ich. Warum nur bei BMW und bei anderen Modellen nicht? Verstehe ich nicht. Aber hier ist auf jeden Fall nichts. Kein Ölzettel, gar nichts. Aber Öl. Mhm. Aber kein Ölzettel. 25 Minuten auf. Wir benutzen 10W60. Jetzt fragt ihr euch, warum 10W60, warum kein 5W30, 5W40, 0W30? Ich brauche ein Öl, was nicht schnell heiß wird. Racingöl. Und deswegen werde ich 10W60 benutzen. Was haben wir vorher benutzt? Was steht hier? 5W30. Ich kenne auch sehr, sehr viele BMW-Fahrer, die dieses Öl bei diesem Motor benutzen. Und ihr wisst ja, desto heißer das Öl, desto schneller verliert er seine Schmierstoffe. Und was passiert? Lagerschaden etc. brauche ich euch nicht erklären. Und dieses Öl ist dafür super geil. Wir haben hier keinen externen Ölkühler, wo wir das separat nochmal kühlen können. Haben wir nicht. Deswegen greife ich zu diesem Öl. Und Manol feiere ich sowieso, ist in meinem Audi drin, ist sogar in meinem AMG drin. Und wieder einmal bist du am Putzen. Das hast du auch bei dem Auto, ne, gemacht. Das habe ich echt bei keinem anderen Auto gesehen. Ich liebe das einfach. Ich liebe dieses Auto. Merk mal. Apropos Liebe. Ich erfülle mir auf jeden Fall einen Traum, dass ich das hier einbaue. Und ich freue mich schon, euch das zu zeigen. Weil, ja, bei 300.000, was kann es sein? Ihr denkt jetzt, der eine oder andere denkt jetzt einen Zylinderkopf oder neue Ventile oder neue Lagerschalen. Nein, natürlich nicht. Aber ist es etwas, was du schon immer wolltest, oder? Was ich schon immer wollte. Was Orangenes. Saugrohr, jede Menge Leitungen, Riemen? Einen neuen Flachriemen, nein, ich mache keine Inspektion, keine Angst, eine neue Rolle und. Jetzt zeige ich euch das Herzstück. Wir bauen hier einen Kompressor ein. Ja, bei 300.000 macht man ja. Ihr habt gesehen, wir haben keine Ablagerung, Motor läuft einwandfrei. Da werde ich mit einer Firma zusammenarbeiten. Dazu kommen wir noch, was wir mit diesem Wagen vorhaben. Wir geben uns natürlich mit 50, 60, 70, 80 PS nicht zufrieden. Wir wollen natürlich ein bisschen mehr Leistung haben. Die 3 soll davor stehen. Das ist mein Ziel bei einem Kompressor. Wir werden erstmal Stage 1 machen und danach kommt irgendwann Stage 2. Und dann geht es immer so weiter. Dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen. Und nach dem Atomium-Test werde ich das erste, wo ich Zeit habe, das Ding so schnell wie möglich einbauen. 0 auf 100 werden wir messen und dann werden wir 100, 200 messen. Leistungsprüfstand haben wir ja dann schon. Natürlich müssen ein paar Faktoren stimmen. Noch in einem anderen Video auf jeden Fall alles nochmal ausführlicher erklären. Kompressor ist ein ganz anderer Level als ein Turbo. Was ist besser? Werden wir sehen, wenn wir es einbauen. Dann könnt ihr mich nochmal fragen, was besser ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr das sehen wollt, wie der M54 mit 300.000 mit Kompressor noch abgeht,
dann könnt ihr ja gerne abonnieren hier und das Ganze noch verfolgen. Den Einbau auch noch. Ja, und den Einbau werde ich natürlich ausführlich noch zeigen, ja, ist klar, auf unsere Art und Weise. Viel Spaß machen. Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz.